Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Montagsvortrag im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege. Mein Name ist Georg Drexler, neben mir steht Frau Katharina Malek und wir sind aus der Arbeitsstelle Montanarchäologie in Goslar. Wundern Sie sich bitte nicht, dass wir keine Masken tragen, aber wir müssen unter Tage eng zusammenarbeiten und sind sozusagen deshalb eine soziale Blase. Heute Abend wollen wir Sie mit unter Tage nehmen zu montanarchäologischen Untersuchungen einer alten Abbauweite im Rammelsberg. Und die Schwierigkeit in der Montanarchäologie liegt darin, dass sie ein ganz spezielles Betrachten erfordert, weil die dritte Dimension hier eine entscheidende Rolle spielt. Es geht also auch nach oben und nach unten und nicht nur in der Ebene. Deshalb haben wir für Sie neben den klassischen Fotos kurze 3D-Animationen mitgebracht und auch ein Untertage-Video, damit Sie einen kleinen Einblick erhalten, wie es unter Tage abläuft. Übrigens, wir haben uns ganz bewusst für dieses Titelbild entschieden. Es ist nämlich typisch für das Arbeiten unter Tage, denn auch das, was ins Schwarz gehüllt ist, ist in Wirklichkeit ein Hohlraum. Und wir schaffen es auch mit unseren Untersuchungen nur, einen ganz kleinen Teil zu beleuchten. Die Arbeiten, die wir Ihnen heute vorstellen, finden im Rahmen unseres Forschungsvorhabens Altbergbau 3D, ein interdisziplinäres Projekt zur Erforschung des montanhistorischen Erbes im Harz, statt. Projektpartner sind das Weltkulturerbe Rammelsberg, die Technische Universität Clausthal und wir, die Arbeitsstelle Montanarchäologie des NLDs. Unterstützt werden wir ferner durch die Welterbestiftung sowie die Bergbau Goslar GmbH als Alteigentümerin des Erzbergwerks Rammelsbergs. Das Projekt wird mit einer knappen 500.000 Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung voll finanziert. Auf der Folie sehen Sie jetzt die entsprechend handelnden Personen im Projekt. Das sind einmal für die Geschichtswissenschaften die Frau Dr. Schmidt-Händel und Herr Dr. Hans-Georg Detmar vom Welterbemuseum Rammelsberg. Dann sehen Sie in der Mitte Herrn Wilhelm Hannemann und Frau Jessica Meyer. Das sind unsere beiden Kollegen von der Technischen Universität Clausthal, dort vom Institute of Geoengineering, die verantwortlich sind für die 3D-Aufnahmen, für die markscheiderische Vermessung, aber auch für das notwendige Informatik-Know-how. Weitere Informationen zu unserem Projekt finden Sie auf der Homepage Altbergbau 3D. Dort gibt es auch schon erste Publikationen, die Sie sich online zu unseren Untersuchungen gerne anschauen können. Ja, der Rammelsberg, das ist ein ikonografisches Foto, was Sie hier sehen. Und wenn man das sieht, diese modernen Tagesanlagen des Rammelsberges, denkt man, ja, das ist hier ein Bergwerk, welches zusammen mit der Altstadt Goslar und der Oberharzer Wasserwirtschaft zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Aber historisch gesehen war das nicht ein Bergwerk, sondern er ging von vielen einzelnen Grubeneignern aus. Und das wollen wir Ihnen gleich nochmal genauer erläutern. Das ist nämlich sehr schön an diesem Riss von Joachim Christoph Buchholz aus dem Jahre 1680 zu sehen. Das ist einer der bekanntesten Risse des Bergbaus am Rammelsberg und es ist ein Generalgrundriss. Er zeigt sowohl die einzelnen Tagesanlagen der verschiedenen kleinen Bergwerke oder Gruben am Berg und ebenso auch die untertägigen Strecken. Gut zu erkennen ist im rechten Bildrand der Herzberger Teich, genauso wie oben die große Spalte, welche als Bruch bezeichnet wird. In unserem Projekt wurden etwa 400 solcher Risse aus verschiedenen Zeiten gesichtet und etwa 50 davon wurden davon georeferenziert. Dabei haben wir festgestellt, dass die untertägigen Bereiche hier schon sehr präzise abgebildet wurden. Vom archäologischen Interesse sind besonders diese kleinen, älteren Bergwerke und damit ihre Entwicklung über die Jahrhunderte, welche letztendlich in dem einen modernen Bergwerk zusammenkommen, was sich heute erhalten hat. Und dies wollen wir am Beispiel einer alten Abbauweite aufzeigen in unserem Vortrag heute. Ja, dazu kommen wir zu unserer ersten Animation. Üblicherweise gilt in der Archäologie der Grundsatz, je tiefer, desto älter. In der Montanarchäologie ist es genau umgekehrt. Bereiche, die nicht so tief liegen, sind in der Regel älter. Und in welchen Tiefen wir, oder Teufen, wie man im Bergbau sagt, wir uns im Rammelsberg bewegen, das wollen wir Ihnen gleich mit Hilfe
dieser Animation zeigen. Ich starte sie einmal ab. Sie sehen einmal das Luftbild mit dem Herzberger Teich rechts. Sie sehen von oben die Tagesanlagen. Dann schwenken wir rüber in ein digitales Geländemodell, wo die Bäume und auch die Häuser schon weggerechnet sind. Sie sehen ganz wunderbar hier die Erzabfuhrwege. Sie sehen den großen Tagebau der Schiefermühle, an dessen Rand ja unsere Ausgrabungen vom alten Lager stattfanden. Dann gehen wir rauf auf den Berg und sehen das, was wir im Riss als Bruch hatten, nämlich die Spalten. Nochmal hier der Herzberger Teich. Und gleich fahren wir unter Tage ein. Jetzt sehen Sie das einmal im Grundriss, nämlich die Hohlräume, die wir gemeinsam 3D aufgenommen haben und sehen dann entsprechend unser Gebilde. Jetzt gehen wir tiefer. Sie sehen hier das Feuergezehrgewölbe, auch ein Bereich, mit dem wir uns im Projekt genauer beschäftigt haben. Und dann geht es schon gleich rüber in die alte Abbauweite, die heute im Zentrum unserer Ausführungen stehen wird, zusammen mit dem Herzberger Suchort, der sich hier nochmal anschließt und den zweiten Teil unseres Vortrages bildet. Sie sehen auf der nächsten Folie ein Senkrechtfoto der jetzigen Übertagesituation. Wir haben über diese Situation einen Riss georeferenziert, sodass die Lage der Abbauweite verortet werden kann. Also die alte Abbauweite wird immer ähnlich und vor allem unvollständig dargestellt. Auf dem Riss hier von 1863 ist die Abbauweite stark stilisiert dargestellt. Auffallend ist nur die Markierung mit einem kleinen Rechteck, die einen Schacht zeigt. Offensichtlich ist hier die Situation aus älteren Rissen übertragen worden, weil auf älteren Rissen mehr Einzelheiten dargestellt wurden, wie auf der nächsten Folie. So ist auf einer Risszeichnung von 1715 ein Schacht eingetragen, während die Abbauweite an sich größere Ausmaße einnimmt. Dass diese eher den tatsächlichen Dimensionen entspricht, wird durch die eingetragenen Markscheitepunkte deutlich, die als Kreise daher kommen. Sie zeigen, dass es sich um eine Vermessung und nicht nur um eine Umzeichnung handelt. Auf der nächsten Folie sehen Sie den fertigen farbigen Riss dazu und allerdings scheint die Abbauweite hier nicht im Vordergrund gestanden zu haben. Denn nur 2 Jahre zuvor auf einem jüngeren Riss von 1713 wird zusätzlich zum Schacht und der Übertagesituation auch noch eine Haspel und eine Fahrt dargestellt. In allen weiteren Rissen gab es zu diesem Hohlraum keine weiteren Angaben. Auch sonst ist aus schriftlichen Quellen nicht sehr viel über diesen Hohlraum bekannt. Da wir aus den schriftlichen Quellen ansonsten nicht viel über diesen Hohlraum wissen, sind wir zunächst diesen 3 Hinweisen aus den Rissen unter Tage nachgegangen. Ja, einer der ältesten Technologien, Dinge vertikal zu bewegen, stellt die Haspel dar. Den meisten dürfte sie zum Ziehen eines Wassereimers aus dem Brunnen bekannt sein. Auf der Skizze sieht man rechts die einzelnen Bestandteile einer solchen Haspel, die Georgius Agricola 1556 in seiner berühmten Abhandlung De Re Metallica abgebildet hat. In der Regel besteht sie aus 2 Haspelstützen, auf denen die Welle, das heißt der Rundbaum, liegt, an der zum Kurbeln 1 oder 2 Haspelhörner befestigt sind. Von dieser Konstruktion, das sehen Sie jetzt links, sind in der alten Abbauweite nur die beiden Haspelstützen erhalten. Und deutlich erkennbar rechts an der Firster, also sozusagen an der Decke, ist eine rechteckige Aussparung, die haben wir hier mit dem roten Pfeil markiert, in der diese Haspelstütze verklemmt war. Der heute mit Wasser gefüllte Schacht führt er tonlegig, das heißt schräg, in die Tiefe. Die Untersuchungen haben ergeben, dass es sich hier zwar um den Standort einer Haspel handelt, aber die Stützen nicht zur Haspel selbst, sondern zu einer vorgelagerten Konstruktion gehörten. Denn auf der Höhe der rekonstruierten Welle, und das haben wir mit dem zweiten roten Pfeil unten markiert, wäre nicht genügend Platz unter der Firste gewesen, um die Kurbeln zu bewegen. Es handelt sich daher wohl um eine Umlenkrolle, über die das Seil der Haspel lief. Das zweite Element, das wir in den Rissen festgestellt haben, war der Schacht nach oben,
den Sie hier sehen. Das Foto zeigt ganz gut, warum in der Montanarchäologie mit 3D-Darstellungen regelhaft gearbeitet werden muss, da man auch Schwierigkeiten wegen der Lichtverhältnisse unter Tage hat und die Perspektive es manchmal nicht zulässt, bessere Fotos zu schießen. Eine Perspektive wie auf einem Foto reicht in den meisten Fällen nicht aus, um überhaupt das Objekt zweifelsfrei zu erkennen. Sie sehen hier auf dem Foto in der Mitte im Vordergrund Stempel, das sind volle Baumstämme zur Absicherung der darüberliegenden Schachtverfüllung. Interessanterweise ist diese Schachtverfüllung auf dem Riss von Schreiber 1712 bereits markiert. Das heißt, zu dieser Zeit gab es wohl im Gelände noch Hinweise auf den Schacht an der Oberfläche, wenngleich der Schacht eventuell nicht mehr genutzt wurde. Zur besseren Orientierung haben wir dies nachgezeichnet. Braun sind die Stempel und blau ist der Schachtansatz. Auf dieser Folie sehen Sie ein 3D-Rendering der Situation, das heißt eine dreidimensionale Darstellung der Stempel, die in einen Schacht hineinreichen. Und das ist eine Perspektive, die so durch die abfallende Fürste unter Tage nicht fotografiert werden kann. Und wir profitieren daher stark von dem 3D-Modell. Als letztes Element findet sich eine eingezeichnete Fahrt. Sie zeigt zwar auf dem Riss nach unten, meint aber eigentlich einen Schacht nach oben. An der Einmündung, das heißt am Eingang zur alten Abbauweide, findet sich diese im Foto zu sehende eingezogene Bühne, auf der Versatzmaterial aufgeschichtet ist. Über dieser Versatzbühne führt ein stark übersinterter Schacht in die Höhe. Der Schluss liegt nahe, dass diese Arbeitsbühne ursprünglich der Standort der Fahrt gewesen ist. Die Aufnahme hier stammt aus der Richtung des Querschlags, das heißt, die Dunkelheit, die man da auf dem Foto unten erkennt, ist schon die Abbauweite. Wir haben uns nun gefragt, wie diese drei Elemente, die auf den Rissen erkennbar waren, sich in die Geschichte der Abbauweite einfügen. Sie waren daher der Anlass für eine umfangreiche montanarchäologische Untersuchung dieser Weitung. Wir haben dabei viele hochinteressante Befunde festgestellt, die die komplexen und über Jahrhunderte währenden Vorgänge am Rammelsberg gut illustrieren. Auf der nächsten Folie sehen Sie wieder ein 3D-Modell, ohne eine farbige Textur. Sie müssen sich dieses 3D so ähnlich vorstellen wie einen Termitenbau. Da ist von außen auch nicht zu sehen, wie die vielen Gänge drinnen aussehen. Und man könnte jetzt diese Gänge mit Gips ausgießen und das Erdmaterial entfernen. Und übrig würde dann das Gewirr der Gänge als negativ bleiben. Und ähnlich ist es auch hier im Bergbau. Das Gestein versperrt die Sicht auf die Gänge und Hohlräume. Das dreidimensionale Abbild, welches Sie jetzt hier sehen, ist vergleichbar mit dem hineingegossenen Gips und es erlaubt uns daher einen Blick von außen auf die Gesamtheit der Strecke. Der heutige Zugang zu der alten Abbauweite ist über einen Querschlag möglich, den Sie jetzt hier unten sehen. Der Abbau an sich ist eine tonlegige, das heißt schräge Weitung. Dies hat zur Folge, dass Sie durch den hangenden Stoß nach oben, also das, was über Ihrem Kopf quasi hängt, und durch den liegenden Stoß, also das, was unter Ihren Füßen liegt, nach unten hin begrenzt ist. Bei der Aufhörung des Hohlraums folgten die Bergleute dem schrägen Gang, wodurch der Hohlraum dieselbe Ausrichtung bekam. Wenn der Gang jetzt senkrecht gestanden hätte, dann gäbe es senkrechte Stöße, oben eine Firste und unten eine Sohle. In der nächsten Folie haben wir eine weitere 3D-Animation. Wir arbeiten immer mit verschiedenen Ansichten und das ist auch das, was wir Ihnen hiermit zeigen wollen. Hier sehen Sie jetzt auch einmal die Textur drüber gelegt und sie wird jetzt von der Seitenansicht, wie Sie sie gerade gesehen haben, zu einem Grundriss, also von oben nach dem Blick von oben rüberschwenken. Und wir werden jetzt gleich durch Licht hervorgehoben unten die hellen Stellen sehen, die die Haspel, den Schacht und den Platz der Fahrt markieren. Die nächste Folie zeigt wiederum ein Screenshot von unserem 3D-Modell, wo wir jetzt hineinschauen können. Also Sie müssen sich das einmal so vorstellen. Wir haben die Außenseite abgenommen, also den Deckel quasi weggenommen und können jetzt in das Innere hineinschauen. Markiert ist das
prägnante Element der gesamten Abbauweite durch die vielen roten Pfeile. Und das ist nichts anderes als die Verfüllung bzw. die Überprägung des Liegenden, also des Bodens. Dabei handelt es sich nicht um eine einheitliche homogene Verfüllung, sondern um viele verschiedene Zusammensetzungen und Aufschichtungen an unterschiedlichen Stellen. Kann uns jetzt diese Verfüllung helfen, die Vorgänge in der Abbauweite zu verstehen und die drei Elemente einzuordnen? Auf dieser Folie sehen Sie eine Verfüllmasse, die sich unten in der Abbauweite oberhalb der Haspel und dem Zugang des Herzberger Suchorts befindet. Sie hängt dort am hangenden Stoß, das heißt an der Firste, also an der Decke, und durch die jahrhundertelange Tränkung mit mineralhaltigen Lösungen ist diese Masse heute verfestigt. Sie besteht aus mittelbraunem, grobsandigem bis feinem Sediment mit zahlreichen Einschlüssen von feinem Gesteinsbruch und wenigen größeren Bruchsteinen. Welches Ausmaß diese Verfüllung annahm, zeigt ein unauffälliger weiterer Befund auf der nächsten Folie. Denn leicht zu übersehen ist an der gegenüberliegenden Seite des Hohlraums in größerer Höhe ein kleiner Absatz unter der Decke, auf dem Foto über den Köpfen von Frau Malik und unserem Geologen Herrn Schröpfer. Dort hat sich kleinräumig eine linsenförmige Verfüllmasse mit derselben Zusammensetzung erhalten. Diese kann dort nicht absichtlich hingelangt sein. Ursprünglich muss also der gesamte Hohlraum mindestens bis zu dieser Höhe verfüllt gewesen sein. Ja, auf der nächsten Folie sehen Sie eine weitere dritte Verfüllungsmasse. Es handelt sich dabei um etwas, was ganz anders ist als das, was gerade Herr Drechsler vorgestellt hat. Und zwar haben wir hier rechts durch den Kreisel angedeutet eine Masse, die aus kleinen Holzstücken genauso wie verschiedenen Steinen sich zusammensetzt. Und das weist darauf hin, vor allem weil wir hier sehr wenig Sediment haben, dass es sich hier um eine Verbruchmasse handelt. Oder vielleicht auch nicht. Es könnte sein, weil die Steine auch so groß sind, dass wir es hier mit einer Aufschüttung des tauben, unbrauchmaterialen Materials zu tun haben. Anders gesagt, es könnte sein, dass es sich hier schlichtweg um einen Abfallhaufen handelt. Von unten betrachtet stellt sich die Situation allerdings ganz anders dar. Die tauben Steine des Abfallhaufens sehen teilweise ganz regelhaft aufgeschlichtet aus, wie auf dem Foto rechts zu sehen ist. Womöglich handelt es sich daher nicht um eine Versatzhalde, sondern um eine verstürzte Mauer. Zudem fallen an drei Stellen Hölzer auf. Links sehen Sie einen Stempel in situ, der das Hangende absichert. In der Mitte drei horizontal liegende Hölzer und verstürzt darunter ein weiterer Stempel. Dessen ursprüngliche Position lässt sich durch ein Bühnenloch sowie einen Holzkeil rekonstruieren, der noch dem hangenden Stoß der weißen Fläche anhaftet. Daraus lässt sich ein im Bergbau üblicher Ausbau zur Absicherung des klüftigen Gebirges rekonstruieren, ein Verzug. Auf dem verstürzten Verzug wurden zusätzlich zwei große Felsbrocken angetroffen, vor denen auch wiederum dieselbe Verfüllmasse anhaftet. Dieselbe Verfüllmasse, wie sie auch unterhalb angetroffen wurde. Zuerst muss demnach ein Verzug eingebaut worden sein. Diese wurde dann durch die hereinstürzenden Felsbrocken und die Verfüllmasse hereingerissen und anschließend wurde auf dieser Masse eine Versatzmauer errichtet. Und das sieht man ganz gut, wenn wir das einmal im 3D-Modell zeigen lassen. Sie sehen, wir schwenken jetzt von unten auf den Bereich, der gerade beschrieben wurde. Und Sie sehen hier die Textur und werden aber gleich auch merken, warum es manchmal sinnvoll ist, die Textur wiederum wegzunehmen und das Ganze nur als graues Modell sich anzeigen zu lassen. Denn gerade darin wird nochmal deutlich, dass es sich tatsächlich um eine Versatzmauer handelt, die lediglich von dem Abfallhaufen überprägt ist. Eine völlig anders erscheinende Verfüllmasse liegt im oberen Bereich der Abbauweite in einer abgeschiedenen Nische. Diese ist nur kriechend durch einen ganz engen Spalt befahrbar und weist heute eine Höhe von nur noch 80 cm auf.
Die Verfüllmasse dort hat eine blaue gräuliche Farbe und setzt sich zusammen aus Schiefergesteinsbruch, wenig grobsandigem Sediment und kleinen zerfaserten Holzstückchen. Sie ist senkrecht angeschnitten. Und da eine solche Situation nicht natürlich auftritt, muss sie durch den Menschen aufgewältigt worden sein. Da frühere Befahrungen nicht dokumentiert sind, muss von einer historischen Auffältigung ausgegangen werden. Ebenfalls wäre ein Verzug denkbar, der später entfernt wurde, als die Masse bereits verfestigt war. Dafür spricht eine gelbe Verfüllmasse, die unter die Profilwand zieht. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass hier unerlaubt eine Ausgrabung stattgefunden hat, die nicht dokumentiert wurde. Die gelbe Verfüllmasse besteht aus locker gelagertem kiesigem Sediment, welches sehr viel Gesteinsbruch, kleine Gesteinsflitter, aber vor allem gerundete Steine aus verschiedenen Größen aufweist. Eine Analyse dieser gerundeten Steine zeigt, dass es sich um Flussschotter handelt. Diese müssen aus dem oberen Bereich des Bergteils stammen, wo das Gestein angetroffen wurde. Es handelt sich um Kahlebergsandstein, der unter Tage in diesem Bereich natürlich nicht vorkommt. Da die gelbe Masse unter die schwarze Schicht zieht, muss diese vorher eingetragen worden sein. Die gelbe Kieselmasse wurde daraufhin an verschiedenen Stellen nochmals festgestellt. Die gelbe Masse nimmt in den oberen Bereichen zu. Dort befindet man sich nur noch 20 Meter unter der Tagesoberfläche, weshalb ein Tagebruch als Erklärung in Betracht kommt. In keinem Riss ist ein solcher verzeichnet. Allerdings ist unsere Historikerin, Frau Dr. Schmidt-Händel, auf eine Rissskizze aufmerksam geworden, die Sie auch hier jetzt auf der Folie sehen, auf der genau an dieser Stelle eine auffällige Markierung eingetragen ist. Bitte beachten Sie, wie klein dieses Detail ist. Hier zeigt sich, wie sinnvoll und weiterführend die Zusammenarbeit aller drei Disziplinen ist. Durch die Archäologie wurde ein Befund festgestellt, dazu wurden gezielt durch die Historiker Risse angeschaut und durch die Erstellung des 3D-Modells konnte die Lage projiziert werden. Natürlich funktioniert das auch andersrum, wie bei der Fahrt, also der alten Abbauweite mit den Hinweisen in den Rissen, wo zuerst die Historiker darauf aufmerksam werden und wir dann archäologisch erst mit unseren Untersuchungen anfangen. Zusammenfassend betrachtet bedeutet dies für die zeitlichen Abläufe in der Abbauweite Folgendes. Zuerst wurde ein früherer Hohlraum aufgefahren. Dieser wurde mit einem hölzernen Verzug nach oben abgesichert. Danach muss es zu einem Versturzereignis gekommen sein, das den Verzug zerstörte und zu einer Verschüttung der unteren Ebene führte. Als nächstes wurde diese Masse zum Teil aufgewältigt und zum Teil einplaniert, um darauf eine Versatzmauer gründen zu können. In einer weiteren Phase wurden diese Massen unterfahren, beräumt, was notwendig war, um die Haspel dort errichten zu können und den Zugang zum Herzberger Sucher zu ermöglichen. Als nächstes erfolgte der Tagebruch, der durch den Eintrag der gelben Kieselmasse nachvollziehbar ist. Auf der gelben Masse wurden Verzüge angelegt, die hinterfüllt wurden, worauf das senkrechte Profil in der Nische hinweist. Auf jeden Fall wurden die oberen Bereiche dann wieder beräumt, die Verzüge entfernt, der Bereich wurde fahrbar gemacht und neu abgesichert, worauf die Versatzmauern und neuen Stempel hinweisen. Aus dieser Phase muss auch die Bruchmasse stammen und das nicht mehr notwendige Abfallmaterial auf der Versatzmauer unten. Ja, der Grund für die Aufwältigung der Masse in der unteren Ebene war entweder die Anlage des Herzberger Suchortes oder die Wiederherstellung seines Zugangs. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Vortrages. Nach den vielen Verfüllschichten, was zugegebenermaßen schon sehr montan archäologisch ist, können Sie jetzt hoffentlich unserer kleinen Befahrung entspannt folgen, denn wir haben unter Tage ein Video aufgenommen vom Herzberger Suchort. Da dieser aber eine Länge von 195 Metern aufweist, würde das Video 5 Minuten dauern und das ist ein bisschen lang, was bedeutet, dass wir an bestimmten Stellen das Video beschleunigt haben und Sie dadurch auf eine schnelle Durchfahrt jetzt mitnehmen. Wir fahren jetzt ein, wie der Bergmann sagt. Sie sehen unten Wasser. Jetzt beschleunigen wir einmal, bis wir an eine Stelle halten,
an einem Querschlag, den wir auch später nochmal erläutern werden, also einem Abzweig vom Herzberger Suchort. Dann geht es auch schon weiter. Beachten Sie den unregelmäßigen Verlauf. Sie sehen hier einen weiteren Querschlag nach oben, recht regelmäßig ausgehauen. Dann sehen Sie oben Reste noch vom Erzgang. Das bedeutet, die Bergleute sind hier dem Gang gefolgt. Jetzt geht es um die Ecke und Sie sehen, die Form ist ganz anders, nämlich sehr regelmäßig. Im unten noch einen weiteren Schacht und kommen jetzt zum Ende. Wir haben den Absatz, der Querschnitt verkleinert sich, bis wir dann schließlich am Ende angelangt sind. Beachten Sie die schönen Schremmspuren oben an der Firste. Hier sehen Sie das Ganze nochmal im 3D-Modell. Einmal den Grundriss und einmal den Seigerriss. Und Sie sehen auch, dass wir im vorderen Bereich diesen unregelmäßigen Querschnitte haben bis zu P3. Und dann haben wir ab der Stelle P4, also ab da, wo es abknickt, einen sehr regelmäßigen Querschnitt. Das wird noch eine Rolle spielen. Der vordere Bereich ist sehr unregelmäßig ausgebrochen, während im hinteren Bereich eine sehr regelmäßige Kastenform ausgeschrämt ist. Im ersten Teil sind nur selten Schrämmspuren zu erkennen, dafür zeigen die Stöße teilweise glatte Kluftflächen, die steil einfallen. Im zweiten Teil wiederum sind fast lückenlos Arbeitsspuren nachvollziehbar. Diese Veränderung wurde im Allgemeinen als Zweiphasigkeit gedeutet, denn eine Veränderung des Profils deutet zunächst auf veränderte Ansprüche an den Hohlraum oder auf eine veränderte Auffahrungstechnik hin. Bei genauer Untersuchung des Gebirges fiel jedoch auf, dass der unregelmäßige Streckenabschnitt komplett einer Ruschelzone folgt. Dies ist eine Störungszone im Gebirge, die sich durch weiches und zerriebenes Gestein auszeichnet. Dies weist häufig auf einen bestehenden Gang hin, der eventuell Erz enthalten könnte. Genau in dem Bereich, wo das Profil sich aber ändert, verlässt die Auffahrung die Ruschelzone und verläuft quer zum Gebirge. Mit anderen Worten, solange die Auffahrung der Streichrichtung des Gebirges folgt, können die Schieferplatten leicht voneinander getrennt werden, wodurch sich unregelmäßige große Bruchstücke ablösen und so zu einem unregelmäßigen Profil führen. Sobald die Auffahrung aber quer zur Streichrichtung verläuft, kann das Werkzeug, also das Gezehr, nicht zwischen die Schieferplatten eindringen, sondern nur stumpf auf die Flächen angesetzt werden. Dadurch lassen sich jeweils nur ganz kleine Bruchstücke lösen, wodurch eine definierte Form und diese kastenförmige Ausformung erst möglich wird. Die Veränderung des Querschnitts lässt sich also alleine durch die Änderung der Auffahrungsrichtung erklären und muss keine Zweiphasigkeit bedeuten. In einem Riss, der den Vortrieb des Feuergezieherfeldorts zeigt, das ist die grüne untere Strecke, sind im Herzberger Suchort zwei mögliche Schächte eingezeichnet, die für eine Verbindung beider Strecken in Frage kamen. Realisiert wurde offensichtlich der hintere Schacht. Der Riss zeigt, dass der Herzberger Suchort zu der Entstehungszeit des Risses um 1715 befahrbar war. Dies hat auf die Datierung der Verfüllmasse der Abbauweite folgende Auswirkungen. Und zwar zeigt das Datum des Risses, dass die Auffältigung des unteren Bereiches spätestens 1715 abgeschlossen war. Vom Herzberger Suchort kommen wir auf einen Vergleich der Lagerstätten. Für das grundlegende Verständnis, wie am Rammelsberg Abbau betrieben wurde, sind die geologischen Voraussetzungen wichtig. Wir haben es am Rammelsberg mit einer kompakten Lagerstätte zu tun, während es sich im Oberharz um eine Gangerzlagerstätte handelt. Der Unterschied liegt darin, dass wir am Rammelsberg zwei große Erzlinsen haben mit einer mächtigen Ausdehnung. Das ist einmal das alte Lager und dann das neue Lager, die hier in der Abbildung rechts in Blau dargestellt sind. Der Oberharz wird hingegen von einem Netz zahlreicher Gangzüge durchzogen,
die oft in Bündeln von steil stehenden Erzgängen verlaufen, was Sie an der linken Abbildung gut sehen können. Diese unterschiedliche Geologie hat Auswirkungen auf die Prospektion und den Abbau der Erzmittel. Bei der Prospektion von Gangerzlagerstätten wird geologischen Störungszonen und Spalten gefolgt, in denen sich das Erz gebildet hat. Deshalb ist bei den parallel verlaufenden Gangzügen die Anlage von Querschlägen sinnvoll, um benachbarte Gänge aufzufinden. Bei einer Kompaktlagerstätte ist dies eigentlich nicht notwendig, da das Erz in unterschiedlichen Konzentrationen zusammenhängend ansteht. Die geradlinige Auffahrung des Herzberger Suchortes entlang einer Störungszone lässt vermuten, dass der Unterschied der Lagerstätten damals noch nicht bekannt war und durch die Querschläge, wie auch das Abknicken, was Sie hier nochmal sehen können, rot hervorgehoben, also das Verlassen der Störungszone, benachbarte Gänge gesucht wurden. Dies wird besonders deutlich auf dem Riss von 1863, den Sie unten eingeblendet sehen, wo schon der geologische Unterschied bekannt war und wo Sie das Auslaufen des alten Lagers nach Westen als auch die anschließende Störungszone bereits markiert sehen. Der Herzberger Suchort verbindet beides. Damit ist hier der Versuch der Prospektion dokumentiert, der die Fortsetzung des alten Lagers nach Westen untersuchen sollte. Eine weitere Prospektionsstrecke ist der Zugang zur Abbauweite. Diese wird erreicht vom Drahtstiefsten Stollen aus über einen Querschlag. Man sieht ihn in der Animation unten, auf die jetzt hingezoomt wird. Dieser Querschlag ist archäologisch besonders interessant, denn er zeigt, ähnlich wie der Herzberger Suchort, auch zwei unterschiedliche Profile, die hier aber einen ganz anderen Hintergrund haben. Die erste Hälfte hat ein sehr rundliches, nur etwa 1 Meter hohes Profil, wie auf dem Foto auf der linken Seite, während die zweite Hälfte der Strecke ein zweigeteiltes Profil zeigt, wie das Foto auf der rechten Seite. Oben ist es ebenso rundlich glatt aufgefahren wie in der ersten Streckenhälfte. Im unteren Bereich ist es hingegen sehr schmal und unregelmäßig ausgebrochen. Auffällig ist ein Absatz zwischen der oberen und der unteren Hälfte. Der ursprüngliche Querschlag verlief also ursprünglich ansteigend mit einer Höhe von rund 1 Meter und wurde in späteren Zeiten erst nachgerissen. Der Absatz ist ein Relikt dieser ehemaligen Sohle. Hier haben wir es mit zwei unterschiedlichen Phasen zu tun. Auf der nächsten Folie sehen wir Screenshots von einem 3D-Modell, auf der linken Seite eine Seigeansicht, wo der Querschlag in die Abbauweite mündet. Mit der roten Linie und Nummer 1 ist der Absatz gekennzeichnet. Dieser führt zu einer Ortsbrust, die allerdings nur noch zur Hälfte erhalten ist, da sie auf der anderen Seite durch die Auffahrung des alten Abbaus überprägt wurde. Hier mit der Nummer 2 markiert. Die Prospektion führte daher ursprünglich wahrscheinlich bis zu dieser Stelle, traf dort vermutlich einen Erzkörper, der schließlich zur Auffahrung der alten Abbauweite führte. Rechts sehen Sie den Grundriss, auf dem mit gelben Strichen eine Aufteilung des Querschlags hervorgehoben ist, der wiederum in einer intakten Ortsbrust endet, die mit der Nummer 3 markiert ist. Durch diese vollständige Erhaltung dieser Ortsbrust war es möglich, die überprägte Ortsbrust mit der Nummer 2 anzusprechen. Ja, wie sollen wir das Ganze jetzt verstehen? Auf der nächsten Folie sehen Sie die Gesamtsituation. Auf der linken Seite sieht man den Absatz, der aus dem Querschlag bis in die Abbauweite reicht. Das ist hier durch die gestrichelte Linie und die 1 gekennzeichnet. Rechts ist die intakte Ortsbrust und links ist die überprägte Ortsbrust. Diese Ortsbrüste sind der Abschluss der frühen Prospektionsstrecken. Doch die Frage, in der sich um alles in der Archäologie dreht, wie datieren diese eigentlich? Der Querschlag wurde vom Ratstiefsten Stollen aus aufgefahren. Der früheste Beleg für den Ratstiefsten Stollen ist eine Schriftquelle von 1271. Aus archäologischen Vergleichen lässt sich zudem die Art und die Weise der Auffahrung grob ins Mittelalter datieren. Dies bedeutet, dass die erste Auffahrungsphase des alten Abbaus, also dieser alten Weitung, vor dem Verfüllereignis ins Mittelalter datiert,
während die Aufwältigung, die wir Ihnen jetzt sehr ausführlich dargestellt haben, frühneuzeitlich ist. Nur an wenigen Objekten bot sich hier eine Beprobung für eine naturwissenschaftliche Datierung an. Denn durch das lange Offenstehen des Hohlraumes kann eine nachträgliche Verlagerung nicht ausgeschlossen werden. Die wenigen Holzproben für eine dendrochronologische Bestimmung haben leider zu keinem Ergebnis geführt. Daher haben wir nochmals die 14 Datierungen durchgeführt. Auch wenn diese für nicht so weit zurückliegende Zeiten nur sehr grobe Daten liefern, sind sie dennoch nützlich, weil sie eine grobe zeitliche Unterscheidung erlauben. So zeigte die C14-Datierung der rechten Haspelstütze, dass diese einen Zeitraum zwischen 1500 und 1794 einnimmt. Damit datiert die Haspel definitiv in die frühe Neuzeit und ist eben nicht mittelalterlich. Indirekt ergibt sich daraus auch eine relative Datierung für die Aufwältigung der Verfüllmasse, die vor dem Einbau der Haspel stattgefunden hat. Die anderen Verfüllphasen konnten damit in eine zeitliche Reihenfolge gebracht werden, auch wenn sie zurzeit noch nicht absolut chronologisch eingeordnet werden können. Aber wir haben hier für den Rammelsberg zwei Erscheinungsformen der Prospektion aus zwei unterschiedlichen Zeiten montanarchäologisch nachgewiesen. Ja, meine Damen und Herren, zum Schluss möchten wir Sie einmal auf eine komplette Befahrung der alten Abbauweite mitnehmen, die wir hier einmal durch den Querschlag beginnen. Sie sehen hier die frühe Phase, das gedrungene, kleine, enge Profil, wo Sie nur gebeugt durchlaufen können. Und dann weitet es sich, weil man im unteren Bereich später ausgebrochen hat. Sie sehen, es ist eng und schmal und oben rund. Hier auch nochmal gut zu erkennen der Absatz, der auf die Zweiphasigkeit hindeutet. Hier auch gut zu erkennen unten, wie schmal es ist. Und gleich schwenkt es rum und wir kommen in die Abbauweite. Jetzt haben Sie einen Schwenk nach oben hin. Sie können links schon die Stempel erkennen, die den Schacht abstützen. Aber gleich dreht sich die Animation nochmal in die andere Richtung. Über die Verfüllschichten, über dem Herzberger Suchort, wo gleich auf die Umlenkrolle nochmal hingewiesen wird. Die beleuchten wir hier. Und dann sehen Sie nochmal die drei Ortsbrüste, die aus der frühen Auffahrphase stammen. Hier auch nochmal einen alten Absatz des Querschlages, wird er nochmal deutlich erkennbar. Ja, und jetzt geht es nochmal rauf. Und wir werden in der zweiten Folie uns mit dem späteren, mit dem frühneuzeitlichen Bereich der alten Abbauweite beschäftigen. Auf der nächsten Folie setzt die Animation von oberhalb der Stempel fort und zeigt die großen Dimensionen der Abbauweite in den oberen Bereichen. Die Fahrt setzt sich fort und führt jetzt auf der linken Seite in eine sehr enge Nische, in der die zwei verschiedenen Füllmassen festgestellt wurden. Auf der rechten Seite sehen Sie die
senkrecht profilartig aufgewältigte Masse und in der Mitte die gelbe darunter ziehende Masse mit den Flusskieselschottern. Diese gelbe Masse wurde auch besonders in den oberen Bereichen des alten Abbaus weiterhin festgestellt, den wir jetzt folgen. Wahrscheinlich ist diese Masse durch einen Tagebruch in diese Abbauweite gekommen und hat zur Verfüllung oder zu einer Verfüllung des alten Abbaus geführt. Und damit beenden wir unseren Vortrag, bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und verabschieden uns mit einem freundlichen Glück auf.